Hallo, ich bin Rika, Rechtsanwältin und Steuerberaterin aus Breisach. Und wenn du überlegst zu heiraten, solltest du jetzt dranbleiben. Viele denken bei der Hochzeit eher so an Romantik. Man findet die Liebe seines Lebens, man bleibt ein Leben lang zusammen. Und viele denken einfach nicht daran, dass die Hochzeit eigentlich primär erstmal ein rechtliches Konstrukt ist. Deswegen nehme ich euch heute mal mit, so durch die verschiedenen Rechtsgebiete und was sich denn so durch eine Hochzeit alles ändern kann. Fangen wir mal mit dem Zivilrecht an. Da kommt die Hochzeit her, die ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Und es ist ein ganz großer Irrglaube, dass wenn man heiratet, die beiden Vermögen in ein Vermögen übergehen. Das stimmt nicht. Grundsätzlich gibt es verschiedene Güterstände. Wenn man heiratet ohne Ehevertrag oder irgendwas, kommt man in den Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das heißt, so viel wie ich behalte mein Vermögen, mein Mann oder meine Frau behalten ihr Vermögen. Und wenn wir uns jemals trennen sollten oder eine von uns beiden stirbt, wird geguckt, welches Vermögen mehr gewachsen ist und die Vermögen werden ausgeglichen. Das heißt, solange die Ehe besteht, haben beide ihr eigenes Vermögen. Daneben gibt es noch zwei weitere Güterstände im BGB. Das ist zum einen die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft. Gütertrennung heißt, meins ist meins und seins ist seins. Und das bleibt auch im Fall von einer Trennung oder einem Tod so. Bei der Gütergemeinschaft das komplette Gegenteil, es gibt nur noch unseres. Daneben gibt es noch die ganz seltene Konstruktion der deutsch-französischen Zugewinngemeinschaft. Kommt hier bei uns im Grenzgebiet manchmal vor, ist einfach noch ein Güterstand, den man theoretisch auch noch wählen könnte. Neben den Güterständen hat so eine Hochzeit auch noch ein paar mehr Auswirkungen. Zum einen kann man eben seinen Namen ändern, das ist so das häufigste Thema, das alle haben. Aber vor allem hat die Hochzeit auch Auswirkungen auf das Erbrecht. In dem Moment, wo man heiratet, bekommt man nämlich ein gesetzliches Erbrecht. Wenn man nur eine Partnerschaft eingeht, ohne zu heiraten, ist man gegenseitig nicht erbberechtigt. Das könnte man durch ein Testament und so weiter ändern, aber der gesetzliche Erbrecht geht immer auf die Hochzeit. Daneben hat man auch ein Pflichtteilsrecht. Das heißt, in dem Moment, wo ich verheiratet bin, kann mich mein Ehegatte auch nicht mehr enterben. Beziehungsweise, wenn er mich enterbt, bekomme ich zumindest noch einen Geldanspruch. Was viele nicht wissen, ist, dass, wenn man heiratet, geht das Erbrecht der Eltern, also als Unverheirateter ohne Kinder, erben erstmal einfach meine Eltern. Und wenn ich heirate, bleibt ein gewisser Erbanspruch der Eltern bestehen. Das heißt, mein Ehegatte bekommt nur einen gewissen Erbteil und nicht 100%. Das muss ich entweder durch ein Testament abändern oder, um die Eltern wirklich endgültig zu enterben, muss ich einfach Kinder bekommen. Das ist aber ein anderes Thema. Neben dem Erbrecht hat eine Hochzeit auch steuerrechtliche Auswirkungen. Das heißt, im Steuerrecht haben wir ja wie immer unsere unterschiedlichen Steuerarten. Durch die hüpfe ich jetzt einfach mal ganz schnell durch. In der Einkommensteuer kann ich mich zusammenveranlagen lassen. Da könnt ihr auch mal gucken, auf unserem Kanal sind schon einige Videos, wie so die Zusammenveranlagung und so andere Dinge bei Ehegatten funktionieren. In der Umsatzsteuer bleibe ich aber getrennt. Das heißt, Einkommensteuer zusammen, Umsatzsteuer bleibe ich getrennt. Jeder behält sein umsatzsteuerliches Unternehmen. Und das Schöne ist, ich könnte auch noch ein gemeinsames umsatzsteuerliches Unternehmen machen. Das heißt, meins, seins und unseres ist in der Umsatzsteuer möglich. Dann die dritte große Steuer, die da immer interessant ist, ist die Erbschaft bzw. die Schenkungssteuer. Da hat eine Hochzeit richtig, richtig große Auswirkungen. Weil von Steuerklasse 3 und 20.000 Euro Freibetrag in der Beziehung rutsche ich in Steuerklasse 1 und 500.000 Euro Freibetrag plus Versorgungsfreibetrag. Das heißt, von der schlechtesten Variante, die ich haben kann, rutsche ich in die am meisten begünstigste. Keiner ist so begünstigt im Erbschaftssteuerrecht wie der Ehegatte. Nicht mal Kinder. Das heißt, da macht es richtig Sinn. Es gibt noch andere Steuerfreibeträge, wie zum Beispiel beim Familienwohnheim. Das heißt, erbschaftssteuerlich ist es richtig, richtig sinnvoll zu heiraten. Neben dem Steuerrecht muss man zum Beispiel auch noch so ein bisschen Sozialversicherungsrecht beachten. In der Krankenversicherung kann ich mich als Ehegatten familienversichern lassen unter bestimmten Voraussetzungen. Dann spare ich mir Krankenversicherungsbeiträge. Und im Todesfall habe ich als Ehegatte einen Anspruch auf die kleine oder große Witwenrente. Wenn ihr überlegt zu heiraten, ich werde immer wieder gefragt, gibt es steuerliche Nachteile? Kurzer Spoiler, nein, es gibt gar keine. Also steuerlich ist es nur vorteilhaft zu heiraten. Und gerade im Vergleich zum nicht-ehelichen Lebenspartner, also mit einem Menschen, mit dem man einfach sozusagen nur zusammen ist, ohne zu heiraten, gibt es in ganz, ganz vielen rechtlichen Bereichen Nachteile. Also eine Beziehung hat rechtlich fast nur Nachteile und eine Hochzeit, eine Ehe, hat rechtlich fast nur Vorteile. Deswegen kann ich als Steuerberaterin sagen, es lohnt sich zu heiraten. Eine Scheidung dagegen lohnt sich steuerlich leider gar nicht.
Falls ihr noch mehr Fragen habt, schaut doch mal auf unserem Kanal vorbei. Da haben wir ganz viele Themen auch schon abgearbeitet. Und wenn euch noch irgendwas fehlt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann drehen wir das auch gerne noch für euch. Vielen Dank, eure Rika.